Einen wunderschönen Tag auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Mississippi bzw. Antrieb zum Schaufelrad. Da wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt und jetzt habe ich die Möglichkeit, das gerade zu machen, weil ich gestern von der Messe gekommen bin und alles im Auto gewesen war. Kann ich das mal schnell machen? Das geht um den Antrieb, wie man das löst. Eigentlich ganz einfach. Wir haben hier, sag ich mal so, Servohörner. Hier muss es senkrecht sein. Und zum Motor hinten auch senkrecht. Das zeige ich gleich. Einzige, wo man drauf achten muss, wenn es rechts senkrecht ist, hier waagerecht, dass man Zug und Kraft auswirken kann. Also hier waagerecht, sag ich mal, zu mir. Und hier senkrecht nach oben. Und so ist es genau am Motor auch. Das sieht so aus. Gucken wir, das geht mit dem Handy. Ich führe das mal ein. Ach, geht doch gut. Da waagerecht zum Rad hin. Und andere Seite senkrecht nach oben. Und das Ganze habe ich mit dem Getriebemotor gelöst. Ja, ich hoffe, das hat gereicht und konnte das erklären, wie das funktioniert. Und hoffe, das Video hat euch so weitergeholfen. Ansonsten, klar, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn er mich abonniert. Da sieht man sich ja mal. Bis dann. Ciao.